Ich grüße Sie alle ganz, ganz herzlich und freue mich, dass Sie am Beginn der Adventszeit hierher gekommen sind. Die Ausstellung hat das Thema aus dem Lukas-Evangelium: Meine Augen haben das Heil gesehen. Wissen Sie, ich denke, dass es das ist, was uns Menschen bedrängt, das Heil zu sehen. Wir bekommen viel zu sehen. Gerade in der Zeit scheint es, als wollten alle Menschen uns künden, dass wir etwas zu sehen hätten. Lichter, unendlich viele Waren blitzen durch die Gegend und wir gehen schauen und sehen. Sehen aber nichts davon, was uns gesagt ward: Licht kam in die Finsternis. Es handelt sich um ein anderes Licht, um ein anderes Sehen. Das Licht des Leibes ist dein Auge. Und es steht geschrieben bei Lukas: Siehe zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Bevor ich zu diesem Zyklus ein paar Gedanken sagen werde, möchte ich wieder mal, wie schon so oft, in einem Gedicht mich zum Ausdruck bringen über unsere Augen, über das Sehen. Das Sehen in die Tiefe des Herzens, der Seele, das Sehen in das innerste Wesen von uns selbst, das einzigartig jeweils ist, und das sehnende Sehen nach dem anderen, nach dem, den wir in unendlicher Sehnsucht als Liebenden und geliebt zu werdende erwarten. Dieses Gedicht befasst sich also mit unseren Augen in vielschichtiger Weise und heißt: Ehe sie geöffnet. Ehe sie geöffnet. Rühren deine Augen an der Seele Widerschein. Malen Wirklichkeit in Bildern, tauchen tief ins Erdensein. Ehe sie geöffnet, ahnst du, was geschieht, wenn dein Blick die Weite sprengt, deiner Kraft entflieht? Hier Geschautes wirkt beengt. Ehe sie geöffnet, aber tausend Zeilen wirbeln durch des Menschen Geist, sollen fassen, wollen gleichen, setzen Ziele, bauen Räume, ob sich's wahr erweist. Ehe sie geöffnet, tastet Augenschein um der Wahrheit Schatten, wähnt am Quell des Lichts zu sein, mehr ersehnend, als wir hatten. Ehe sie geöffnet, unser Blick in Höhen flieht, müssen wir erblinden. Da nur Gott uns wahrhaft sieht. Brich des Blickes Triebe, lass im Glauben dich entwinden, um der Allmacht Liebe aus der Ohnmacht neu zu finden. Ehe sie geöffnet. Sie wissen ja, es ist uns verheißen, dass wir am Ende, wenn wir im Glauben treu geblieben sind, ihn, unseren Schöpfer,
den Allmächtigen von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Unbeschreiblich. Drum lasst uns unsere Augen nicht verwirren und heute schauen auf das, was sich ereignet hat in der Weltgeschichte, was die Achse der Welt in die neue Mitte gehoben hat, in die ewige Mitte zwischen Alpha und Omega. Und zwar, das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Und es gab und gibt Menschen, die dieses Heil gesehen, geschaut. Voran steht Maria, das erste Bild. Sie, die Erwählte, voll der Gnaden. Wenn Sie das Bild anschauen, dann sehen Sie, dass weit über dem Bild hinaus etwas sich hineinwagt in die Wirklichkeit. Die Flügelzipfel des Engels Gabriel sprechen davon, er kommt von einem anderen Raum, einem göttlichen Raum, gesandt, eine Botschaft zu bringen. Er tritt hinein und Maria, tief unten in die Erde eingewurzelt, Mensch wie wir, erfährt, dass sie einen Sohn gebären soll, dem sie den Namen Jesus geben soll. Es ist eine unglaubliche Geschichte, dass in die Finsternis, in der die Welt durch den Sündenfall getaucht war, nun der Engel eintaucht und Licht bringt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er wird dich überschatten. Das ist die Wucht der Wirklichkeit dieser Botschaft. Es ereignet sich tatsächlich die Fruchtbarwerdung des Wortes Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen steht er vor dem Engel. Er ist das, was geschieht, was sich ereignet. Und Maria ist keine zärtlich, schwache, blässliche Frau in sich hinein versunken, sondern eine geöffnete, starke Frau. So weit geöffnet, dass die Fülle der Gnade in ihr fruchtbar werden kann. Ganz anders im Übrigen, wenn ich Sie noch erinnern darf, daran, wie es bei Zacharias war, wo der Engel Gabriel auch kam und sagte, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth, obwohl sie schon uralt ist, sie wird noch ein Kind empfangen. Zacharias wollte ein Zeichen sehen. Er sagte, woran soll ich das erkennen? Maria in all ihrer Dunkelheit sagt nur klaren Geistes, wie wird das geschehen? Zacharias kriegt vom Engel zu hören, siehe, weil du nicht geglaubt hast, du wirst nicht sprechen können, bis sich dies in Wahrheit ereignet hat. Dann hat sich allerdings der Mund von Zacharias geöffnet und er spricht im Benediktus eine Hochpreisung aus, die unwiderrufliche Kraft hat in der Wahrheit. Der Engel spricht, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden. Es ist ein Ereignis, das zutiefst die Welt durchzittern lässt. Und das sieht man in der Dynamik dieses Bildes, das aus der Dunkelheit aufbricht mit dieser Botschaft ins Licht. Wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Heiliger Geist wird dich überschatten. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das, was geboren wird, wird heilig genannt werden, Sohn Gottes. Unglaublich, wenn man dann hört, wie Maria sehend war. Im Lukas-Evangelium kommt es 4-mal vor, dieses Siehe. Es kommt mit dieser unglaublichen Direktheit der Erkenntnis der Wahrheit. Sie sagt nichts anderes darauf als, siehe die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wissen Sie, das Sehen in der Wahrheit ist von solch einer Größe, dass nichts, aber auch gar nichts dazwischen treten kann, als wir selber
mit Leib, Geist und Seele uns als Geschöpf dem Schöpfer zurückgebend. Siehe die Magd des Herrn. Das nächste Bild, Maria, Elisabeth. Auch da wieder beide Gestalten weit über den Bildrand hinaus in der Tiefe der Welt wurzelnd und von oben empfangend ein Licht, das von viel weiter herkommt. Das Kind im Leib der Elisabeth beginnt zu hüpfen, als sie den Gruß ihrer Vase hört. Sie von Maria hört. Das Kind freut sich in diesem Leib, als der Klang des Grußes an ihr Ohr drang. Auch sie war erfüllt von heiligem Geist und rief, hier heißt es sogar, mit lauter Stimme: Du bist gebenedeit unter den Frauen. Ein Jubel bricht auf dem Hintergrund des Grüns, grün als die Farbe der Hoffnung, in die die ganze Schöpfung hinein ihr Sehnen gebunden hat, bis zum Ende der Zeiten. Du bist gebenedeit unter den Frauen, die Frucht deines Leibes. Warum? Selig, die geglaubt hat, dass Erfüllung finden wird, was ihr vom Herrn gesagt. Wissen Sie, an diese Seligkeit müssen wir uns hier mit unserem Sehen halten. Die geglaubt hat, glaubendes Sehen, die Seligkeit der Nichtsehenden, die doch glauben. Das ist das Sehen, das unsere Augen erlernen sollen durch diese Offenbarung Gottes. Maria öffnet den Mund. Im Gegensatz zu Zacharias darf sie sprechen: Hochpreise meine Seele den Herrn. Darf das Ganze im großen Zusammenhang der Heils- und Erlösungsgeschichte erkennen und preisen. Ihr Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Von nun an, und da steht eben wieder das entscheidende Wort davor: Siehe, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Großes hat er an mir getan. Sein Name ist heilig. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Gewaltige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht, Hungrige erfüllt er mit seinen Gütern und Reiche lässt er leer ausgehen. Und dann ereignet es sich auf dem Quell lebendigen Wassers der Schöpfungswirklichkeit, tritt das Licht in die Finsternis und das Wort Gottes wird Fleisch aus dem Schoß der Jungfrau Maria, beigestellt den heiligen Josef. Er ist mit in das Licht der Neuwerdung Mann und Frau hineinbezogen aus der göttlichen Gnade. Und wenn Sie genau sehen, was diese neue Schöpfung begründet aus diesen Dreien, es ist die Reinheit und gleichzeitig in der Dreiheit auch eine Anspielung auf die Trinität Gottes. Und wenn Sie wiedersehen, auch auf diesem Bild geht der eigentliche Lichtganzheitspunkt über das Bild hinaus, weil es ist ein Licht, das wir hier noch nicht in Vollendung schauen können. Der Kreis ist ja das Symbol der Vollkommenheit. Es kommt von Licht, wahrer Gott, vom wahren Gott, den wir einst schauen werden. Und dann strahlt diese Nacht, diese heilige Nacht, wo die Weisen aus dem Morgenlande kommen. Und siehe, heißt es dann wieder, der Stern zog vor ihnen her. Es sind immer wieder die Augen. Lesen Sie doch den Genesis-Text. Gott selbst, als er schuf, sprach und sah, dass es gut war. Das Sehen wird es sein, was wir erlernen müssen. Und hier in dieser Nacht wurde das Licht so in die Finsternis gebracht, dass die Menschen sehen mussten. Sie eilten zur Krippe und sie verkündeten und sahen, was ihnen verkündet ist und priesen Gott. Unbeschreiblich, was jetzt in diesen Tagen des Advents
auf uns zukommt, in dieser Zeit, wo wir unsere Augen sowohl in die Tiefe der Seele wie in die Weite der Offenbarung hinein öffnen lernen müssen. Hört, was euch Kunde geworden ist. Könige, die nichts auf ihrem Schädel haben, um königlich zu sein, als das, was uns einzig königlich macht, nämlich das Licht vom Licht. Das göttliche Licht macht uns königlich, nicht die Kronen, die wir uns selber basteln. Hier haben wir einen, Herodes, Macht. Alles will er sehen, er hört, der König der Juden ist geboren. Hier wird das Blau der Schöpfung kalt. Anspruch auf Göttlichkeit und Transzendenz. Das Hirn hat sich selbst bis zum Himmel hinaufgespitzt. Die Krone der Hybris, das Gewand eitel Silber, tot, schwarz. Und er kann es nur erreichen, wenn er alle Knaben in dem Alter umbringen lässt, wo er vermutet, dass sie mit der Geburt des Messias zu tun haben. Hier taucht er die Schöpfung aufgrund seines Sehensanspruchs. Hohle Augen hat er. Er sieht nicht, was mit dem Stern von Bethlehem ist. Er schwingt ab vor seinen Augen, weil diese Augen in ihn hineingefallen sind, in die unersättliche Gier der Ich-Sucht herrschen zu wollen. Welch unendlicher Jammer auch heute auf der Erde, welch Drücken und Knicken der Menschen in die Kümmernis und die Verkümmerung des Lebendigseins durch Tötung, Maria und Josef mit dem Kind. Auf dieser Flucht ist gar keine Eile im Sinne von Hetze, Ängstlichkeit, Abgehetztheit, im Gegenteil, Kraft, aber Abwendung von der Welt. Feste Abwendung, klares hinter sich lassen der Welt und ein unendliches Umbergen dieser zwei Gestalten in der Mitte, das Kind. Und genau dieses schaut hinein, schaut uns an. Kommt, kommt zu mir. Flieht in diesem Sinne, flieht zu mir. Durch ihn, mit ihm und in ihm gehalten wird das Ganze auf den Weg des Heils geführt. Und dann kommt das Bild, das diese Ausstellung bestimmt. Meine Augen haben das Heil gesehen. Hier ist ein Mensch. Und es leuchtet wieder auf das Blau in dem geheimnisvollen Mysterium des Glaubens. Meine Augen haben das Heil gesehen. Nun lässt du, Herr, deinen Diener, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Ein Licht hat Gott ihm bereit zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung für die Völker Israel. Simeon auf der rechten Seite, der alte Greis, der wartet, bis er das zu sehen bekommt, was für unsere Augen Heil ist. Und unsere Augen, ich bitte Sie, wir wissen es, ersehnen nichts anderes als Heil. Und wenn wir mal drüber nachdenken, dass wir, wenn wir geliebt werden, dies nur geschehen kann im Erkennen von dir, wenn ich dich, du mich erkennst, wenn wir uns von Gott erkennen lassen, wenn wir ihn versuchen im Glauben zu erkennen, dann ist es doch ganz klar, was unser sehnendes Sehen mit uns vorhat. Es will uns zum Heil die Augen öffnen. Die Tauben sind ein Hinweis auf die Stelle des Opfers, Sie kennen es. Und am Ende das Gedicht, das ich auch Ihnen versprochen habe, noch einmal vorzutragen, weil das so die ganze Spannung von heute, jetzt und von der Berufung, in der wir stehen, andeutet. Und weil es sich in dieser Berufungsgeschichte um die Frau handelt, die den Menschen wieder zu erneuern hat, den ganzen Menschen mitzuheilen hat, handelt dieses Gedicht von der Frau. Wo bist du, Frau? Das heißt nicht, dass das den Mann im Tiefsten genauso angeht, denn sie sind eins, Mann und Frau, der ganze Mensch. Wo bist du, Frau? Der Weltenstund ist vorgerückt.
Ihr werdet sein wie Götter. Milliarden tödlich Blitze das Menschenhirn gezündet. Im kalten All, in luziferscher Eigenmacht, mit klirrendem Gelächter, der Selbstvergottung Hohn im Spott sich breit gemacht. Wo bist du, Mensch? Von Gottes Liebesglut als Ebenbild entfacht. Die einst den Apfel der Erkenntnis aß, riss ihre Brust entzwei, lässt Eitelkeit und Stolz dran saugen, begann zu morden und zu rauben, meint, dass auch sie des Geistes Blitz im Männerwahn zu zünden hat. Wo bist du, Frau, die einst die Kraft zu Bergen gab, der Liebe tiefsten Grund bewahrend, so dass auch Kriegsgeschrei daran zerbrach? Die Rüstung, die du antan, wird jämmerlich zerschellen. Steh auf für jenen letzten Tag. Der Wahrheit Licht wird ihn erhellen. Und lass dich führen von des Engels Gruß, der einer Frau zuteil. Gott selbst sich ihrem Schoß empfahl, den Mensch von Neuem zu durchdringen. In seiner Allmacht Kraft und Wahl ließ er sich niederringen, um aller Welt das Heil zu bringen. Gott schütze uns, dass unsere Augen das Heil schauen lernen. Ich danke ihm. Thank you.
Thank you.
Thank you.